Hallo, liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Anno 1800 mit Voxy. Hallöchen. Hallöchen, schön. Was hast du gerade gesagt, als wieder jemand reingequatscht bin? Schön, schön gesagt. Ach so, schön gesagt. Ich habe gerade noch eine dritte Rumbrennerei bei mir gebaut, weil ich Angst habe, dass die in der alten Welt zu viel saufen. Ja. Befreiung des Kraken, ja, das Monster töten natürlich. Nee, ja. Nee, davonfahren. Volle Kraft voraus. Ich habe den Kraken schon mal getötet. Ich habe das schon mal geschafft. Gab's eine Belohnung? Weiß ich gerade gar nicht, aber die Moral ist halt nicht runtergegangen. Mhm. Ja, ich brauche immer noch Rum und Baumwolle, damit ich endlich aufsteigen kann. Der Rest ist eigentlich... Ja. Der Rest sieht gut aus. Ich weiß es gar nicht, ob die Baumwolle inzwischen angekommen ist bei mir. Nee, noch nicht. Aber es kann nicht mehr lange dauern. Wir müssen flink sein. Ich frage mich gerade, wo das Schiff überhaupt ist. Das Schiff ist nicht auf der Karte, also das muss irgendwo... Also auf der Weltkarte. Mhm. Muss gerade auf dem Weg rein sein. Ja. Also in der alten Welt ist meins nicht. Kacke. Was ist denn das? Manchmal sucht man sich an den Schiffen schon ein bisschen dusselig. Ja. Aber hier kommt es gerade an. Ach, meins fährt gerade raus. Meins fährt gerade in der neuen Welt raus. Ja, dauert es noch ein bisschen. Flaggschiff steht zu Diensten. Tja, wo bringen wir den Zoo unter? Braucht der viel Platz? Ja, du brauchst halt pro Tier dann noch ein extra Feld. Das ist ja nicht nur das Gebäude, sondern du musst dann quasi für jedes Tier, was du gefunden hast, nochmal so ein extra Feld quasi ranbauen. Das ist beim Museum übrigens genauso. Machen wir das hier. Spielstand gespeichert. Oh, was ist hier? Hallo. Ich wüsste Ihre Hilfe sehr zu schätzen. Das Lieferaufgabe, okay. Könnten Sie uns noch einmal den Weg weisen? Ach Gott, 14 Tonnen Kanonen, ihr habt doch einen Knall. Wo soll ich denn jetzt 14 Tonnen Kanonen herholen, ihr Spaßvögel? Was sind die Obreros? Wir wollen gerade mal 14 Tonnen Kanonen haben. Ich hab noch nicht mal eine Kanonengießerei. Wo baue ich die denn jetzt auf die Stelle hin, ey? Wie viel Stahl habe ich? Ist zu dicht. Ist mal hier. Man will vielleicht so ein Zoo, aber auch für die Bewohner der Stadt. Nicht nur für Touristen. Alles bereit. Ja, du machst dadurch ja Einflusspunkte. Also du kannst sie auch für die Zeitung einsetzen. Zum Beispiel Kicksale ist mal wieder dann. Wir helfen, wo wir können. Ich frage mich gerade, ob es jetzt... Wir machen mal mit ihm eine Expedition. Na gut. Handwerker, Pilze. Ich bin bereit. Redegabe, Gefechtskunde, Glaube. Könnt ihr auch hier hinbauen? Auf Kurs. So, Redegabe war wie immer Bier. Statt dem Feuer überlassen. Nochmal drüber schauen. Ach, jetzt kommt der Zeitungshannes. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Die Menschen lieben sowas. Gefechtskunde. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Ach, Gefechtskunde war wieder Kanonen, ne? Ja. Und Glaube.
Ich würde immer noch gern wissen, was außer Brot noch Glaube gibt. Und was Gefechtskunde noch gibt. Manchmal wirkt das ein bisschen willkürlich. Baumwolle Geteilkunst, hä? Na, für Bandagen. Okay, ja. Ja gut, dann halt Brot. Ich gar nicht. Das ist jetzt hier so eine kleine, fummelige Verbesserung hier und da. Kenn ich. Ach, ist viel Schnaps. Eigentlich könnte ich mir Schnaps verkaufen. So, Pelze kommen rein. Haben wir schon welche gebaut? Schoner steht bereit. Bei mir ist echt gerade so ein bisschen Warten angesagt. Das, oh, ich war bloß noch 700 plus. Was ist denn hier passiert? Hä? Haben die irgendwas nicht? Hä, was ist denn hier passiert? Warum mach ich bloß noch so wenig Plus? Wunderschön. Lieferst du etwa kein Bier in die neue Welt? Nö. Aber das verstehe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Ach, wir haben es nicht. Hier keine Feuerwaffe unten. Bier in die neue Welt, das ist halt. Ich weiß nicht. Bringt das wirklich so viel? Wie viel Obreros hast du denn? Lass uns mal kurz gucken. Ich gehe auch mal. Weil dann, mich würde das schon mal interessieren. 500. Ob das, 500 hast du. Warte mal, wo sehe ich das? Hier. Ich habe 364. Und wie viel Geld machst du mit denen? Wo steht denn das? Geh mal links oben über die Bilanz. Über das. Ah ja, ja, 756. Ja, du machst 250 mehr. Und hast aber gerade mal, wie viel? 500, 150 mehr. Mhm. Ja. Bin da skeptisch. Aber mich wundert es jetzt schon, dass ich einfach nur noch 700 mache. Ich habe so hohe Unterhaltskosten. Ich sehe aber auch nicht wofür. Bis ans Ende der Welt. Was sind die hier irgendwie sauer? Die wollen jetzt bloß Kaffee haben. Meine wollen noch gar kein Bier, das ist erst ab 600. Ich sehe es gerade. Ja, die wollen dafür eine Boxarena haben. Das ist der Zufriedenheitsbonus, den du vermutlich hast. Ja, ja, aber ich habe gleich, hab gleich 600. Ich verstehe es gerade wirklich nicht, warum die jetzt hier so rum, aber es wird langsam mal Zeit, dass der blöde rum und die Hast du fast irgendwas falsch eingestellt? Das ist wirklich merkwürdig, dass es nicht ankommt. Nee, das hat, der hat eine komplette Leerfahrt gemacht. Der ist in der neuen Welt losgefahren, ist in die alte Welt gefahren, hat dort natürlich nichts abgeliefert, weil er in der neuen Welt nichts mitgenommen hat, ist dann wieder zurückgefahren, hat dann eingeladen und ist jetzt das erste Mal auf dem Weg zurück. Und müsste jetzt irgendwie bald mal da sein. So, wo ist er denn? Da ist er noch nicht. Das gibt's doch gar nicht.
Admiral auf der Brücke. Also auf der Weltkarte ist auch nicht zu sehen. Er müsste eigentlich schon in der alten Welt wieder da sein. Ja, dann ist er bestimmt gerade irgendwo. Ah ja, ja, er ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Wie viele Einwohner hast du jetzt insgesamt? 6400. Okay, da hast du gar nicht mal so viel mehr. Wie viel machst du insgesamt plus? 3,7 gerade. Hä? Krass. Ja, ich mache halt deutlich weniger. Also ich kann das gerade nur ausgleichen, indem ich einfach mehr Leute auf die Insel hole, aber das ist natürlich irgendwie... Ich habe von allem... Also wie gesagt, außer halt Pelzmäntel und ...1500 brauche ich für die Universität, okay. Dann wie viel habe ich jetzt? 1300. Hey, was ist hier? Während der Dürre regnet es nie. Während der Dürre regnet es nie. Was für eine Erkenntnis. Sind sie jetzt 1416. Na komm schon. Oh, jetzt habe ich wieder zu wenig Arbeiter. Aufstieg nicht möglich. Stillstand gespeichert. Nein. Ich habe zu wenig Arbeiter. Auf Ihren Befehl. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Wie bitte? Dann die Zigarren. Zigarren macht halt dann die Zufriedenheit nochmal. Wenn ich 1000 habe. Zeit, den Sextanten zu entstauben. Was? Ach. Ich will ja gar keine. Ich habe gedacht, das ist eine. Von meiner Expedition eine Meldung gewesen, aber. Wir können nur auf guten Wind hoffen, auf mehr nicht. Okay, die Universität kann ich jetzt bauen. So schnell. Ja, ich habe jetzt hier mal ein bisschen Einwohner gepusht. Ja. So, das kann ich auch schon mal machen. Verdammt, der ist hier. Aber die passt hier nicht rein, da muss ein Weg weg. Schlecht. Ah, die kann ich hier nicht bauen, ne? Nee. Die kriegen die keine Straße. So, weg hier. Ganz beschämt. Er ist ganz beschämt, sagt er, als ich die Universität baue. Naja. So, damit ist er jetzt. Hat er alles. Er hat jetzt alles bis auf Pelzmäntel. So, und die müssten jetzt langsam mal anfangen. Was sind die Kanonen?
Wie viele Kanonen habe ich eigentlich mittlerweile? Wo sehe ich das? 6 Tonnen. Na, das reicht eh nicht. Die Mission kann ich eh nicht machen. 17 Tonnen oder was die haben wollten. Okay, jetzt mach ich ja wieder 3000 plus. Was kann man denn hier einstellen? Ach so, Handelsverlauf. Ah, er hat Schnaps gekauft. Okay. Vermutlich funktioniert das jetzt nur so lange, bis. Also, ich glaube, dass 2 Rumbrennereien sogar zu wenig sind. So schnell, wie die jetzt hier den Rum verbrauchen. Das glaube ich bei mir auch. Eine Epidemie breitet sich aus. Oh, was? Scheiße, bei mir sind Leute krank. Ich hab die Pest! Geh weg! Zu dem frühen Zeitpunkt hatte ich das bei mir im Stream noch nicht. Ist natürlich blöd, weil das Krankenhaus das wieder die Leute ausbilden muss. Eieiei. Na gut. Das ist jetzt halt so. Du bist einer, der Dinge einmal zu oft hinterfragt. Die bauen wir hier hin. Jetzt geht's los. Einsatzbereit. Oh, ich sehe gerade. Spielstand gespeichert. Ich brauche mal noch eine Anlegestelle. Für was? Für Boote? Stehen ja. Die da in der Schlange bei dir? Ja. Meine Schiffe durchkämmen die Weltmeere. Das ist natürlich nicht so schön. Admiral! Was wir treiben ab! Skylla und Charybdis, okay. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Naja, haben sie sogar geschafft. Na, Kevin. So, also. Wo habe ich jetzt eigentlich die Pelzwärmeproduktion hingebaut? Ah, da. Das ist, glaube ich, nicht gut. Auch noch ein Warenlager. Noch mehr Ärzte hier mobilisieren. Das dauert nämlich immer sehr, sehr lange, bis die Krankheit bekämpft ist. Und, die alle husten. Oh, das ist so ein bisschen eklig. Wir helfen, wo wir können. So, was macht die neue Welt? Kann man eigentlich sehen, wo wie hoch sozusagen das Maximum ist? Welches Maximum? An Bevölkerung. Weißt du, wenn ich sage, ich brauche jetzt 1000. Und ich weiß halt nicht, wie viele Häuser ich habe und wie viele Leute da gerade drin wohnen. Also ich weiß ja, das sind 20, ja, ich brauche 50 so eine Häuser.
Also 20 pro Haus, meine ich. Ich brauche 50 so eine Häuser. Aber ich sehe nirgendwo, wie viele Häuser ich schon gebaut habe. Ach so, nee. Wüsste ich jetzt nicht. Du siehst halt nur, wie viel Gesamtbevölkerung du schon hast. Beziehungsweise wie viel du auf der Insel hast. Ja, du müsstest es ausrechnen, ja.